Hi, ich bin Yannick von REMS und heute sind wir in einer Industriehalle, wo wir einige Rohre austauschen müssen. Die Rohre hier in der Halle sind aus unterschiedlichen Materialien und haben verschiedene Durchmesser. Für das Trennen von diesen Rohren haben wir die perfekte Maschine, unseren REMS Cento. Wir haben ihn einmal in der Variante als kabelgebundene Maschine oder in der Ausführung als akkubetriebene Maschine. Bevor wir mit dem Trennen beginnen, möchte ich euch noch einige Informationen zur Maschine geben. Unsere REMS Cento hat einen Arbeitsbereich von 22 bis 115 mm. Das langsam drehende Schneidrad treibt das Material an und trennt es gleichzeitig. Das Schneidrad ist schnell und einfach wechselbar, hierzu aber später mehr. So entsteht ein rechtwinkliger Abschnitt ohne Außengrat. Um den Innengrat zu entfernen, nutzen wir jetzt unseren Rohrendgrater REMS REC 28 bis 108. Auch hier verwenden wir das vorhandene Schneidrad als Antrieb. Das Trennergebnis ist perfekt. Ich nehme jetzt den Rohrendgrater, damit wir danach das Schneidrad wechseln können. Welches Schneidrad ihr für welches Material verwendet, könnt ihr unseren Unterlagen entnehmen. Wir wollen jetzt SML-Rohr trennen und dafür verwenden wir ein Schneidrad ST. Das Schneidrad zu wechseln ist sehr einfach. Wir müssen dazu nur die Mutter lösen. Und das Schneidrad tauschen. Wir wiederholen jetzt den Trennvorgang mit unserem SML-Rohr. Auch hier wieder ein rechtwinkliger Abschnitt. Kommen wir jetzt zum Ablenken von Kupferrohr. Dazu nehmen wir unseren akkubetriebenen REMS Cento 22V. Den entstandenen Innengrat entfernen wir jetzt mit unserem REMS REC 10 bis 54 E. Diese können wir auch mit der Maschine antreiben. Wenn ihr mal kleinere Durchmesser als 22 mm trennen wollt, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar fertigt ihr euch hierzu zwei 22 cm lange 28 mm Edelstahlrohre an und nutzt diese als Zwischenrollen für die Laufrollen von REMS Cento. Jetzt könnt ihr auch kleine Materialien einlegen und entspannt trennen. Ich habe dreckige Hände und ihr wisst, wie man sämtliche Rohre trennt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.